Da steht es, die mobile Zirbenholz-Sauna auf einem Anhänger. Und das Ganze ginge sogar mit einem Zirbenholz-Anhänger oder Wohnwagen plus eine Sauna. Und neben mir steht der Erfinder. Er hat wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, damit man eine Sauna mobil machen kann. Und das ist keine Spielzeugsauna, das ist eine richtige Sauna. Grüß dich, Gerhard. Ja, das ist eine Zirbenholz-Sauna. Ja. Mobil und völlig autark. Das heißt, man kann sehen, dass der Stecker nicht in der Steckdose ist. Okay. Wir haben ein Batteriesystem, Solarmodul und einen Gassaunaofen. Wir können überall am Meer, im Wald, auf dem Berg saunieren. Von 40 bis 100 Grad. So, jetzt hast du hier viele Frauen fotografiert. Die kommen woher? Das sind Verwandte. Models. Ja. So ist es. Ja, die kostet 53.500 Franken. Das Ganze ist in Handarbeit gebaut, hält eine Ewigkeit. Du hast eben, wir haben übrigens noch Verweisen auf ein zweites Projekt, was du in der Halle stehen hattest, das so oder so ähnlich schon seit 8-9 Jahren mitten in, ich sag mal, in härtesten Gefilden in einem Winterskigebiet steht. Ja, das ist ein Wohnwagen mit einem richtigen Bollerofen drin, der im Wolfgangsee oben im Berg steht, wo Fliegenfischer sich dann erholen können. So, hier ist eine richtige Sauna drin. Ich zeige es mal gerade. Hier vorne ist der Gaskasten. Denn so eine Sauna braucht natürlich ein bisschen Gas. Der braucht einen richtigen Saunaofen. Der ist hier mit drin. Das Ganze sieht so aus. Hier ist auch die Cola drin. Nicht schlimm. Ja. Ist ja auch Messebetrieb. Genau so ist es. Müssen wir jede Fläche nutzen. So, da sind zwei Gasflaschen und mehr drin. Was ist das für ein Ofen? Das ist jetzt ein spezieller Gassaunaofen. Den kann nur eine einzige Firma, die wir kennen, bauen. Und die bauen das für uns mobil ein. So, das Ding muss ordentlich heiß machen, ne? So ist es. Wir brauchen 13 kW Leistung. 13 kW. So, die Gasflaschen halten denn wie lange? Mit den Gasflaschen kann ich 4 Wochen unterwegs sein. Jeden Tag die Sauna anmachen. Jeden Tag die Sauna 4 Wochen lang. Es gibt Leute, ich sag mal, Einsatzpunkt wäre zum Beispiel, ich habe einen Campingplatz und will das anbieten. Genau so ist es. Dann stelle ich die Sauna an. Und schon bei 40 Grad setze ich mich in voller Kleidung dort eine halbe Stunde, eine Stunde hinein, eine Flasche Wein, eine Flasche Bier oder ein Glas Wein und kann mich dort relaxed hinsetzen und kann es genießen. Und ich kann natürlich auch saunieren bei 90, 95 und mehr Grad. Ja, das ganze Ding ist handwerklich gebaut wie ein Haus. Unter anderem Kupfer hast du auf dem Dach verwendet, aber das Dach selber, das ist eine ganz spezielle Konstruktion. Ja, das kommt aus dem Monopan. Ich komme aus der Nähe von Finkenwerder, also aus Norddeutschland. Dort wird im Flugzeugbau die Monopanplatte verwendet und wir verwenden sie hier auch in unserer mobilen Sauna. Ja, du hast drinnen hast du auch ein Schnittmodell, habe ich eben gesehen. So sieht übrigens das Holz aus, wenn es ein bisschen altert. Alter von der Sauna jetzt hier? Die ist jetzt ein Jahr alt, da fängt das Holz langsam an zu vergrauen. Das ist Thermoholz, was in 10 Jahren noch gut aussieht. Das kriegt eine kleine graue Patina und sieht lecker aus. Gut, das heißt also, das ist Skihüttenoptik. Du kommst aus dem Norden, trotzdem sieht das Ganze aus wie, ich sag mal, als wäre es irgendwo in Bayern gewesen. Wir zeigen mal ganz kurz die Funktionsweise auf der anderen Seite, dass wir das mal sehen. Stopp, komm mal mit. Jawohl. Mit mir. Es ist überlappend gebaut, das heißt, es kann gar nicht undicht werden, oder? Nein, wir haben also innen eine Tischlerplatte, dann haben wir eine Dämmung für die Sauna speziell und wir haben dann das Zirbenholz. Alles, jedes Brett hat zwei Nuten und eine fremde Feder, sodass das Holz arbeiten kann bei der Hitze. Dann haben wir 50 mm Thermohanf und im Außenbereich das Thermoholz. So, jetzt hast du oben auf dem Dach eine ganz spezielle Konstruktion, die auch schneesicher ist. Du hast mir ein Foto gezeigt, da waren da 2 Meter Schnee drauf. Das geht. Das geht, ohne weiteres. Wir haben Schneelastversuche über 800 Kilo pro Quadratmeter bestanden. Und hat funktioniert. Hervorragend, weil durch die runde Form kann der Schnee, der sich immer wieder ja auflegt und natürlich nass ist, auch gut abtropfen. So, das ist eine ordentliche Tür. Du hast ein Sicherheitsschloss eingebaut. Die hat Mehrpunktverriegelung. Das ist die gleiche, fünffach. Das heißt, da kommen wir so leicht nicht rein, aber soll man ja auch nicht. Der Stromanschluss, was hat der für eine Funktion? Der ist eigentlich nur, wenn ich jetzt die Batterie nochmal aufladen will, die wir brauchen, damit die Saunaabluft funktioniert und ich Beleuchtung habe, weil der Saunaofen ja mit Gas läuft. So, wir kommen rein. Die Sauna hat natürlich einen Vorraum. Da kann ich mich umziehen. Zeige ich mal gerade, die Saunatücher sind drin. Der Ofen läuft? Der Ofen läuft. Echt? Jawohl. Muss man nur aufpassen mit der Kamera. Hier haben wir jetzt praktisch dann die Technik verbaut. Da haben wir praktisch unser Batteriesystem drin. Iontron. Dort haben wir die Schaltung drin. Ja. Genau, Iontron ist auch auf der Messe hier. Und damit bin ich völlig autark. Krass. Und das ist die. Ich nur einen Hebel umlegen. Und das ist die Steuerung vom Ofen. Das ist die Steuerung vom Ofen. Dann kann ich die Temperatur einstellen. Wir haben jetzt die 40 Grad eingestellt.
sodass wir auch mit Kleidung, ohne dass wir Probleme auch mit der Kamera, wenn wir keine Probleme kriegen, ja, kurz reingehen können. Ich lasse die Tür auf. Boah, das ist Strahlungswärme, oder? Ja. Was du mitkriegst, wie die Sonne. Und jetzt schau dir mal die Verarbeitung an. Das Holz, aus diesen Astlöchern kommt dieses ätherische Öl raus. Auch noch in 10 Jahren. Es ist gigantisch. Es riecht wirklich, als wäre ich in der Sauna jetzt irgendeinem Skigebiet drin. Ja. Das ist im Moment, das ist die Temperatur auf der Höhe. Ja. Was wir sehen, die Luftfeuchtigkeit ist in Ordnung. Ich kann auch einen Aufguss machen. Wie genau so ist es. Kann ich auch entsprechend finnig machen? Geht natürlich, das? Natürlich. Wir haben jetzt so, dass die Leute mit Kleidung reingehen können, ja, sich hinsetzen können. Wenn ich jetzt einfach nur mal die Tür ganz kurz zumache, ja, dann bin ich völlig relaxed. Wenn ich hier 5 Minuten sitze, komme ich raus, als hätte ich einen Tag Urlaub gehabt. Krass. Dieses Durchatmen, das merkst du selber hier schon. Ja, das ist ja auch teilweise auch, ich sag mal, Aromatherapien, die mit Salz arbeiten und so weiter, einfach mal runterkommen. Ja. Du bist auch ein Genussmensch, oder? Genauso ist es, ich genieße das. Du genießt das. Auf jeder Messe ziehe ich mich mal minutenlang zurück in meine Sauna. So, Cusatec, da ist der Ofen mit drin, die Steuerung mit drin, alles mit drin. Alles mit drin. So, du kannst damit 100 fahren. Ich darf damit 100 fahren, ja. Man darf. Und ich fahre damit auch 120 in der Nacht und es liegt wie ein Brett auf der Straße. So, bitte sag mir das nicht, wir sind ja im Fernsehen, aber es ist so, ich sag mal so, du darfst dann auch 108 fahren. Sag mal genau, so. 108. 108. So, da vorne, du hast alles drin, was in der Sauna ist. Wie sind die Reaktionen von den Leuten? Du hast das eine nach Mexiko verkauft, es wird übrigens langsam warm. Ja, der sagt, er ist Schweizer, er ist ein halbes Jahr in der Schweiz, ein halbes Jahr in Mexiko und hat also die Sauna vermisst und jetzt auch in der tollen Hitze. Wir haben ja in der Nacht nur 14 Grad plus oder beziehungsweise kälter ist es dort nicht, aber er genießt die Sauna auch zum Relaxen dort. Anzahl der Leute, was denkst du, die rein können? 4 bis 6 Personen. 4 bis 6 Personen oder 2 liegend? Oder 2 liegend, ja. Okay, Aufguss geht auch. Ja, wir können Boss natürlich auch größer bauen, in 5 Meter, in 8 Meter, in 6 Meter. Sag mal, wenn du jetzt einen Fan hast, der sagt, hey, ich will das Ding einfach bei mir in den Garten reinstellen, weil ich es einfach kann, du würdest sowas bauen? Natürlich. Ja. Im Nachbarort habe ich für einen großen Daumanager einen Garten mit einem Telekran, ja, in den Garten gesetzt. Da haben wir einen Badeteich gebaut, einen Schwimmteich, und da steht die Sauna. Ja, cool ist auch, wenn jemand mal, was weiß ich, der ist mal 3 Monate unten in Spanien und fährt da immer runter mit dem Camper, der kann das Ding hinten dranhängen. Genau. Genau, kann es mitnehmen und ist das da auf dem Campingplatz. Und er braucht keinen Stromanschluss, keinen Landstromanschluss, weil er alles mit hat. Das stimmt. Mensch, du Tüftler, was hast du gelernt? Landschaftsgärtner. So, der typische Landschaftsgärtner ist drin. Warte, ich zeig mal gerade hier draußen. Genau, wir dürfen mal kurz aufmachen. Natürlich. Auf. Das ist ziemlich warm hier drin. Also, es könnte angenehm sein hier drin. Wunderbar, ich kenne das. Ich bin der Mitarbeiter hier. Hallo, ich grüße dich. Du bist der? Peter. Der ist ziemlich verrückt, dein Chef, oder? Ja, der hat viel Fantasie und aber auch ist kreativ. Ja, aber auch die Ausführung ist professionell, das gefällt mir. Also, das, was er baut, hat Hand und Fuß, oder? Jawohl, ganz schön. Wir haben auch, ja, viel Erfolg. Das glaube ich dir. Du, die Leute hier, die Schweizer, das ist ja schon was ganz Spezielles. Ihr steht jetzt auch ein bisschen abseits hier. Aber die Leute, die das sehen, erkennen die, was das ist? Nein. Wir müssen ihnen das schon erklären und dann sind sie begeistert. Ja. Ja. So, und deswegen werden wir jetzt mal diesen Film drehen, werden das mal in die ganze Welt mal rausposaunen. Wenn ihr mal gerade beide reingeht, macht das mal bitte. Ja. Sitzt mal gerade gegenüber und tut mal so, als ob ihr euch lieb habt. So, dass wir das haben. Die Sauna, da ist es jetzt mal. Das ist total verrückt. Ja. Was auch krass ist, du gehst hier rein, draußen ist ja uselig kalt, ja, da hast du so 2-3 Grad im Moment drin, wie man Nordrhein-Westfalen sagt, ja. Und das ist eine richtige Sauna. Eine richtige, echte Sauna. Ja. Und das darf ich während der Arbeit genießen. Darfst du. Komm, wir gehen mal raus. Abmoderation. So, und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist jetzt kein 0815-Ding. Ich kann sagen, ich hätte es gerne länger, kürzer. Ich, genau, hätte gerne noch einen Wohnwagen daneben. Egal, einfach die Ideen mir einfach dir sagen, oder? Genau, als Beispiel. Ich habe eine 8,50-Meter-Variante gebaut. 5 Meter Wohnraum, hinten einen Kühlraum, Fleischvorbereitungsraum, Zerwirkraum für den Jäger und bin auch völlig autark. Mit einem Batteriesystem und einer Efeu-Brennstoffzelle kann ich 8 Wochen voll unterwegs sein ohne Landstrom. Ja, du bist doch derjenige, der hier der Einzige ist auf der ganzen Messe mit einem mobilen Jagdsitz, Ansitz, der da ist, ja, den du auch noch in der Neigung verstellen kannst. Ja. Ja, das hast du ja eben gemacht und da kannst du oben drauf gehen, kannst drauf gehen und du bist auch Jäger, richtig? Genau, deswegen. So, auf dem G-Modell hast du den mobilen Ansitz. Das ist verrückt.
Tannhäuschen, du hast eine Webseite, da sieht man alles. Du hast Campinganhänger, die man nicht als Tiny House zulassen kann, aber einen eigenen Film zugemacht. Das müsst ihr gesehen haben. Der Vorteil ist, es ist offen. Das heißt, das kann alles atmen, das ganze Konstrukt, oder? Genauso ist es. Wir haben eine alte Fachwerkwand sozusagen, eine norddeutsche atmungsaktive Wand. Sehr schön. Gerhard, die Webseite www.tannhäuschen.de. Tannhäuschen.de mit H-A-E-U, richtig? Genau. Umlaut. Umlaut. Da vorne steht es und der Peter Herrmann ist auch noch da. Jawohl. Du bist der Jäger, oder? Nein, ich bin Pensionär und arbeite meine spärliche Pension auf. Mit so. Provision. Er zahlt gut? Relativ. Tschüss. Danke.